Ein neues Video, meine Lieben. Wir sind zurück mit unserem Princess Charming Talk 2024 und wir haben heute knaller Themen für euch auf Lager. Also, ihr wisst, die neue Folge Princess Charming ist draußen. Guckt es bei RTL Plus an, ab sofort abrufbar. Und wir haben heute nicht nur ein geiles Gewinnspiel, sondern wir haben irgendwie auch gedacht, die Jessie ist ja so eine kleine, wie sagt man, so eine kleine, ich will es nicht sagen, so Spoiler-Queen, aber sie hat die Augen und Ohren überall und wir wollen heute mal so ein bisschen spekulativ über die ein oder anderen Gerüchte sprechen. Das machen wir auch am Ende. Es kann sein, dass es ein Spoiler ist, kann aber auch nicht sein, weil es alles Gerüchte sind, die nicht bestätigt sind. Das bedeutet, wir spekulieren natürlich nur. Wenn ihr aber nicht mitspekulieren wollt, dann könnt ihr ja dann im Vorfeld quasi die Biege machen. Wir kündigen das auf jeden Fall nochmal an. So. Jetzt aber Daumen nach oben. Haben wir ein paar Themen auf der Uhr, Jessie, oder? Auf jeden Fall, ich fand die Folge sehr spannend. Ich bin auch gerade wieder richtig hyped. Ich bin sehr gespannt, mit welchen Themen wir anfangen sollen. Ja, ich habe mir das ja mal chronologisch aufgeschrieben. Also ich bin da jetzt mal auch relativ pragmatisch. Ich möchte auch mal ganz offen sagen, egal was ich heute sagen werde, ich sage das nur aus meinen Gedanken heraus, aus meinem Gefühl heraus. Es geht nicht darum, dass ich irgendjemanden die Gefühle absprechen möchte oder Gedanken etc., sondern ich meine, wir machen hier einen Talk und ich sage meine Meinung und du sagst deine Meinung. Und Genau. genau, wir fangen hier schon mal an mit dem Thema Maike am Anfang wieder, oder? Auf jeden Fall. Ich bin ein bisschen, habe ich letztes Mal schon gesagt, ich bin ein bisschen verwirrt manchmal von ihrer Reaktion, weil sie kuschelt ja direkt bei Folge 1 und dann Tag 1 mit Melissa, zieht sich jetzt zurück, ist aber ständig am Weinen, sagt ständig, es ist ihr alles zu viel, die kann das nicht. Sucht aber immer hier oder möchte weiterhin noch Gespräche mit Lea führen. Diese Gespräche kommen nicht zustande. Wo ich mir auch denke, was ist das Ziel genau von den beiden, von Lea und von Maike? Ich verstehe total, was du meinst. Also nochmal, ich kann verstehen, dass sie in einer Situation ist, in der sie nicht sein möchte. Sie hat Bock auf Princess Charming. Wir fassen nochmal ganz kurz zusammen, haben wir schon mal besprochen. Dann trifft sie dort auf ihre Ex-Freundin und das ist eigentlich eine Situation, wo man sagt, so habe ich gar keinen Bock drauf. Wenn man jetzt aber irgendwie sagen würde, ich habe keinen Bock drauf, dann bedeutet das in der Konsequenz irgendwie, ich gehe nach Hause. So, kann ich verstehen, wenn man erstmal sagt, nee, ich bleibe erstmal hier und ich gucke. So, jetzt sind wir irgendwie an Tag 3. Und sie hat ja irgendwie auch gesagt, dass sie nicht aussteigen möchte. Also hat sie ja wirklich auch so kommuniziert, kann ich auch nachvollziehen. Da muss man sich halt die Frage stellen, okay, wie kriegt man dann dieses Unwohlsein ins Gleichgewicht? Es geht ja nicht darum, dass sie weint. Das ist total okay, das ist halt eine Emotion und ne, dann weint man halt, das finde ich jetzt auch nicht schlimm. Aber wenn man natürlich permanent in dieser Spirale sich befindet, wo man irgendwie leidet, was sie ja auch so kommuniziert, aber man dann im Umkehrschluss auch keine, wie sagt man, also es folgt ja keine Konsequenz. Ja, genau. Weißt du, wie ich Da meine? muss halt mal was passieren. Also sie sagte selber, da fehlt noch ein Gespräch. Ich meine, das letzte Gespräch, was sie hatten. Dein Ja, Hund, ja? mein Hund rastet aus gerade im Hintergrund. Das letzte Gespräch, was sie ja quasi hatten, was um die Beziehung ging, war ja nur, wieso. Jara, Humrane. Sorry. Wieso sie dabei ist, ob sie dabei ist wegen Lea oder wegen was anderem, wegen dem Experiment an sich. Aber die haben ja diese Aussprache, wieso Mike sie damals geghostet hat. Also die hat ja über WhatsApp das beendet hat, das Gespräch hat noch gar nicht stattgefunden. Nee. Beziehungsweise haben wir jetzt so einen kleinen Teaser bekommen in der Folge 3, dass Mike ja wahrscheinlich damals schon an einer nicht monogamen Beziehung nicht wirklich interessiert war. Und Maike eventuell schon, ne? Habe ich das richtig verstanden? Auch in der Sendung so ein Also genau, bisschen. dass Lea ja quasi eher eine monogame Beziehung Genau. sucht und Maike ja eher nicht. Okay, dieses Thema, Jessie, das müssen wir auch gleich nochmal aufmachen. Das ist auch wieder so ein Thema, wo ich in dieser Folge dachte, also entweder bin ich irgendwie, weiß ich nicht, entweder verstehe ich es nicht oder die Leute verstehen es teilweise nicht. Aber da reden wir auch gleich nochmal drüber. Bei Maike, ich versuche mich immer mal reinzuversetzen in sie, ne? Ich, mal angenommen, ich würde in so ein Format gehen. Und mal angenommen, ich würde auf einen Typen treffen, der Prince Charming ist, mit dem ich quasi schon mal angebandelt bin und es hat nicht funktioniert. Ich hätte gar keinen Bock drauf und ich glaube, ich würde sofort gehen. Erstens, es hat einen Grund, dass es nicht geklappt hat. Zweitens, es hat Ja. ja einen Grund, warum man außerhalb dieser Show es nicht immer versucht hat, weil man offensichtlich kein Interesse daran hatte. So, drittens, ich möchte mich nicht gezwungen fühlen durch diese Show, nochmal jemanden zu daten, den ich schon mal gedatet habe, wo es nicht geklappt hat. Und Punkt Ja. vier,
Punkt 4 ist für mich, ich möchte gar nicht die alten Kamellen aufmachen. Das ist mir unglaublich, das wäre mir auch viel zu privat. Du musst ja dann in dieses Gespräch gehen und mit dieser Person vor laufenden Kameras besprechen, warum es nicht geklappt hat und warum man vielleicht nochmal anknüpfen sollte. Hätte ich keinen Bock drauf. So, deswegen kann ich ihre Emotionen 100% verstehen. Was ich dann halt, und das muss man mal gucken, wie sich das halt entwickelt, was ich halt dann irgendwann nicht mehr verstehe, ich glaube, an dem Punkt sind wir noch nicht, aber irgendwann kann es ja sein, dass wir da hinkommen, je nachdem, wie lange sie noch dabei ist, dass wie man immer quasi über einen bestimmten Sachverhalt meckert und sagt, man fühlt sich nicht wohl, aber es folgt halt keine Konsequenz. Es folgt keine Entscheidung oder was auch immer. Das, glaube ich, wird dann irgendwann anstrengend für sie mental. Es wird für die Zuschauer anstrengend, weil die gehen ja jetzt schon richtig krass steil auf sie. Hast du bestimmt auch mitbekommen. Ja. Also die kriegt ja ordentlich ihr Fett weg, was ich auch ehrlich gesagt total unangemessen finde, weil ich habe auch natürlich Sympathien für sie. Aber ja, man muss natürlich auch im Leben irgendwann mal eine Entscheidung dann treffen, wenn man in einem Unwohl. Absolut, aber schön, das verstehe, also ich muss sagen, ich bin ja wirklich ein kompletter Lea-Fan. Ich finde die super toll, die ist sympathisch, die spricht die Themen an, aber was ich nicht verstehen kann, genau die Punkte, die du aufgezählt hast, die man bei Maike halt so ein bisschen fragwürdig findet, sind ja bei Lea genauso. Also wieso lässt man eine Ex drin oder eine Ex-Dating-Person, die dich geghostet hat, natürlich, okay, dass man vielleicht mal wissen will, so, ey, wieso hast du mich damals geghostet oder per WhatsApp Schluss gemacht, keine Ahnung, dass man kurz darüber spricht, okay, completely fine, wie die Leute in der Staffel sagen würden, aber dann ist es ja auch wieder zu Ende, also dann, wieso lässt man die Person dann drin und lernt sie nochmal neu kennen, beziehungsweise man lernt die anderen Leute kennen. Und wenn ja offensichtlich Leute dabei sind, die man gut findet, wie zum Beispiel Lucia, dann denke ich mir, hat quasi Maike, ich mag sie, aber hat Maike da ja quasi nichts mehr zu suchen, weil die kennen sich schon, es hat nicht geklappt aus irgendwelchen Gründen. Es ist eine andere Person, mindestens eine Person dabei, Lucia, die man gut findet. Also ich verstehe es nicht. Und da bin ich halt wieder bei dem Punkt, was ich mal durch die Blume, oder nicht durch die Blume, was mir mal jemand gesagt hat, ist, dass man davon ausgeht, dass es abgesprochen war. Und dann bin ich wieder bei dem Punkt, wo ich mir denke, ja, so abwegig finde ich das gar nicht, dass die das einfach, dass die Bescheid wussten und dass die also, wissen, wie die Show zu Ende gehen soll. Also dieser Vorwurf steht ja des Öfteren im Raum und ich kann ihn auch nachvollziehen, diesen Gedanken. Ich muss mir ehrlich sagen, ich bin mir ab dem Zeitpunkt nicht so sicher, ob die sich abgesprochen haben, wo ich quasi sehe, wie Maike leidet. Wenn man sich, also das ist meine Vorstellung davon, ne? Wahrscheinlich gibt es ja auch keinen richtig oder falsch, aber ich denke mir immer so, wenn man doch das abgesprochen hat angeblich, was ja viele Leute auch sagen, dann würde man doch anders reagieren, dann würde man doch irgendwie entspannter damit umgehen, oder nicht? Also ich erinnere mich mal an eine Sache, das ist jetzt ein blödes Beispiel, ich werde das Paar jetzt auch nicht nennen. Es gab mal bei Temptation Island VIP ein Paar, wo man gesagt hat, dieses Paar hat sich von Anfang an abgesprochen und deswegen hat die Person auch dann, als die Bilder gezeigt wurden, wo es auch um Untreue ging, total entspannt reagiert. Und da dachte ich mir so, ah ja, okay, kann sein. Bei Maike sehe ich halt irgendwie so viel Emotion und so viel Drama in dieser Person, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass sie das, ich sag mal, gefaked haben oder abgesprochen haben. Aber auf der anderen Seite, ich weiß auch nicht. Aber dann stelle ich mir die Frage, wieso bleibt sie drin und wieso lässt sie Lea drin? Weil, das ist eine gute Frage, Jessie. Also, warum Maike drin bleiben möchte, also, das muss man jetzt einfach mal sprechen. Man geht in, also, weißt du, als Reality-Darstellerin ja nun am besten, man geht in eine Fernsehshow, weil man auch gesehen werden möchte. Fakt. Man erhofft sich irgendwas davon. So. Deswegen wird die sich dort beworben haben, so wie alle anderen auch. So. Genau. Jetzt hat sie natürlich die Entscheidung, gesehen werden und Erfahrung mitnehmen oder nach Hause gehen. Welche Entscheidung sie getroffen hat, wissen wir. Gesehen werden und Erfahrung sammeln und gucken, wohin das Ganze führt. Ich habe aber irgendwie oft das Gefühl, und das habe ich bei dieser Staffel eh oft das Gefühl, dass da passen Aktion und Reaktion, oder besser gesagt, das, was gesagt wird und das, was gemacht wird, nicht unbedingt zusammen. Also als Beispiel, wir können ja mal diese Geschichte weitererzählen. Maike hat, bitte korrigiere mich, also sie sagt ja irgendwie, sie kann sich ein Comeback vorstellen. Ja. Hat sie in irgendeinem Nebensatz gesagt. Okay, großes Fragezeichen. Dann spricht sie mit Melissa oder andersrum, Melissa spricht mit ihr, weil Melissa, weil Melissa doch gesagt hat, Moment, wir haben irgendwie gekuschelt, ich habe das Gefühl, du bist irgendwie abweisend mir gegenüber, du gehst mir aus dem Weg. Dann führen diese beiden dieses Gespräch und kommen dann zu dieser Erkenntnis, oh, große Überraschung, Jessica, oh, große Überraschung, naja,
das finde ich irgendwie doch komisch. Ich kann das jetzt moralisch nicht vertreten so richtig und ich glaube, wir sollten das jetzt mal lieber lassen, weil das könnte ja vielleicht auch nicht so gut bei der Princess ankommen. Da war doch so, Ja, und oder? da sind wir, ja, und da sind wir wieder beim, also da habe ich schon wieder so ein Fragezeichen im Kopf, weil ich mir denke so, hä? Also es ist für mich irgendwie, ist das alles so, ich habe mehr Fragezeichen pro Folge, die Ja, dazukommen, wie dass voll. die verschwinden. Ja, weil ich mir so denke, diese Erkenntnis hat man doch schon vor dieser Show. Also, das ist ja jetzt, es hat ja jetzt erstmal nichts damit zu tun, dass Maike und Lea eine Vorgeschichte haben, sondern das würde wahrscheinlich bei keiner Princess gut ankommen. Also, wenn man in dieses Format geht, muss man sich im Vorfeld doch dafür entscheiden, bin ich offen, auch andere kennenzulernen? Und wenn es irgendwie gut matcht, so wie letztes Jahr mit Daisy und Elena, dann gehe ich diesen Weg, ja. Wobei ja nur Daisy freiwillig gegangen ist, aber ist erstmal egal. Oder ich mache es halt nicht. So, hier erlebe ich etwas, hier wird etwas getan, da haben wir schon drüber gesprochen. 3 Folgen später, also zwei, wir müssen auch mal sagen, es sind nur 3 Tage später, wir sind ja gerade mal bei Tag 3. 3 Tage später ist es dann plötzlich so, ja, nee, können wir jetzt nicht mehr machen, weil, ja, nee, geht nicht. Okay, gut. Gut. Hätte man auch weiter darüber nachdenken können oder hätte man auch anders lösen können. Was mir auch für Melissa ehrlich gesagt leid getan hat, war dieses aus dem Weg gehen. Man kann auch einfach hingehen und kann sagen, pass Voll. auf, klappt nicht mehr, kann ich gerade nicht mehr mit mir vereinbaren. Ich hänge irgendwie doch ein bisschen mehr meiner Ex-Freundin als gedacht und ich will das nochmal probieren. Aber das ist alles, wie du schon gesagt hast, ich finde, das ist alles unglaublich schwammig. Und wollen wir weitermachen? Ich hab noch mehr Themen auf Lager. Ja, ich bin gespannt. Du hast es vorhin angesprochen, dieses Thema offene Beziehung. Also ja, wir haben ja so ein bisschen rausgehört, die Maike wollte eventuell eine offene Beziehung und die Lea nicht und sie hat das ja auch nochmal gesagt. So, dann gab es jetzt dieses Date mit Lucia. Ich finde die Ja. wunderschön, ich finde die toll und die ist auch geblieben und dann führen die, tut mir leid, wenn ich das so sage, dann führen die ein Gespräch, wo ich das Gefühl hatte, über das Thema offene Beziehung, da dachte ich mir erstmal so, ah ja, okay, geil, 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 geil. Ja. Jetzt, weil ich finde es schon wichtig. Und ich habe das Gefühl, die reden so aneinander vorbei. Ja, danke. Total. Ich war richtig so hyped, so wow, okay, spannend, spannend, spannend. Und dann redet die eine redet so, die andere so. Und am Ende kommt, ich habe das Gefühl, ich habe endlich jemanden getroffen in dieser Show, wo es wirklich passen könnte, wo das funktionieren könnte. Ich dachte mir so, hä, haben wir gerade dieselben Gespräche wahrgenommen? Also man redet so aneinander vorbei, dachte ich mir auch. Und auch, die reden so aneinander vorbei und dann kommt mit, wir knutschen rum und haben direkt das Übernachtungsdate. Also ich finde es mega, ich finde es super unterhaltsam, auch dass es direkt am Tag 3 passiert. Ich finde das wirklich, ich finde es als Zuschauerin, ich finde es so spannend. Aber ich dachte mir dann im Nachhinein so, hä, irgendwie die Situation oder das Gespräch an sich ist ja eigentlich überhaupt nicht in diese Richtung von, komm, lass uns eben zusammen übernachten. Nee, ich weiß ja, was mich daran noch so ein bisschen mehr gestört hat, finde ich. Da wird irgendwie dieses Gespräch gesucht und eigentlich hat ja dann, also Lea hat ja eigentlich konkret bei Lucia so ein bisschen nachgefragt, ja, ich habe gehört, du stehst eher auf eine offene Beziehung, das ist für dich das Nonplusultra. Wie stehst du denn dazu? Und ich finde, Lucia hat sehr schwammig darauf geantwortet, so nach dem Motto, ja, ich Ja. finde es gut, wenn man sich auch mal drüber bespricht und wenn man sich irgendwie auch mal über andere Beziehungsformen austauscht, whatever. Da denke ich mir so, naja, aber austauschen ist das eine, ob es irgendwie ein Match ist, was anderes. Und ich werde jetzt mal was Privates erzählen. Ich war auch mal mit jemandem zusammen, der eigentlich eine offene Beziehung möchte und ich möchte das eigentlich nicht. Und ich wollte es auch nicht. Und ich habe dann irgendwie so diesen, das war meine eigene Entscheidung, ich habe dann irgendwie so diesen Druck verspürt, ich muss mich da anpassen, weil vielleicht viele von der Gesellschaft auch gerade in dieser LGBT-Bubble sagen, ach Ramon, du bist ein Spießer und du wirst eh niemanden finden, der eine monogame Beziehung so richtig möchte. Und da habe ich versucht, mich da reinzufinden. Und es war alles eine Lüge. Also meinerseits, es war eine Lüge. Ich habe mir quasi schon fast angebiedert. Ich will jetzt nicht sagen, dass es jeder so machen muss, aber es ist halt bei dem Thema Monogamie oder Nicht-Monogamie nicht wie trage ich heute einen roten Pullover oder einen grünen und morgen tausche ich ihn wieder aus und trage einen schwarzen und einen blauen. Weißt du, was ich meine? Das sind Ja, voll. elementar wichtige Grundvoraussetzungen, ob eine Beziehung in Frage kommt oder nicht. Und ich sage dir ganz ehrlich, Auf jeden Fall. so sehr wie Lea auf ihrer Monogamie-Seite ist, wo ich ja auch stehe, und so sehr wie jedenfalls der Eindruck, der mir vermittelt wurde, dass Lucia auf ihrer anderen Seite steht, was total legitim ist, sehe ich da keinen gemeinsamen Ich auch nicht, Mittelpunkt. Null.
Auf gar keinen, also deswegen, das ist für mich auch wieder so, auch da so ein Fragezeichen. Plus, haben wir noch darüber geredet, wie das ist, wenn man da so quasi jemand anderes gut findet? Hat Lea noch gefragt, findest du jemanden in der Villa attraktiv? Was ich gut finde von Lucia, die war komplett ehrlich, hat ja auch gesagt, ja, finde ich, Celeia ist mir ins Auge gefallen. Hat sie offen zugegeben, aber deswegen, also die reden quasi, ich will eher monogam, ich will eher nicht monogam, also beziehungsweise sie hat ja eher, die hat das nicht verneint, aber die hat schon nicht gesagt, hey, ja, ich kann mir eine monogame Beziehung vorstellen. Hat sie in keinem Satz gesagt, Lucia. Sagt sogar noch, da ist jemand in der Villa, die Person finde ich attraktiv und dann sagt man, hey, lass uns doch zusammen übernachten. Ja, und das, was du sagst, finde ich auch krass. Ich finde auch in diesem Gespräch generell nochmal, ja, und da hat ja auch die Lea nochmal gesagt, ich habe das extra aufgeschrieben, sie hat gesagt, wenn sie sich vorstellt, also wenn sich Lea vorstellt, dass jemand mit ihr gerade eine gute Zeit hat und danach macht sie es mit einer anderen Frau, also hat danach auch eine gute Zeit mit einer anderen Frau, damit hat sie ein Problem. Das beweist ja nicht nur, dass sie so weit weg von einer, weiß ich nicht, offenen Beziehung entfernt ist, wie man nur entfernt sein kann, weil wir reden hier ja nur vom Dating. Man ist hier noch gar nicht in der Beziehung und hat schon ein Problem damit. Also da dachte ich mir so, das macht für mich gar keinen, also es macht aus der Perspektive von Lea total Sinn, aber die Kombination mit Lucia macht für mich überhaupt gar keinen Sinn, weil die Grundprinzipien für eine Beziehung und am Ende soll ja im besten Fall eine romantische Beziehung entstehen, sind einfach nicht gegeben. Entschuldige bitte, sind einfach nicht gegeben. Und ich habe mir noch was aufgeschrieben. Ah ja, nee, sag du nochmal. Nee, ich kann gerade gar nichts dazu sagen, weil ich würde jetzt wieder anfangen zu, nicht zu spoilern, weil es ja kein Beweis ist, aber deswegen machen wir bitte weiter. Machen wir dann, okay, machen wir dann. Und dann, was ich dann irgendwie auch komisch finde, dass irgendwie die Lea, also das habe ich schon mal gesagt, die Lea fordert das quasi für sich ein. Sie sagt, ja, sie findet es nicht cool, wenn andere dann parallel andere Dates haben in der Villa, aber sie macht dasselbe doch permanent. Also dann dürfte sie ja nach dem eigenen Anspruch, den sie an sich selber hat, dürfte sie ja nach dem, was wir jetzt gerade mit Lucia gesehen haben, keine gute Zeit in dieser Art, mit dieser Intimität mit anderen haben. Weil ansonsten würde ich sagen, haben wir hier eine große Doppelmoral, oder? Das stimmt, aber da muss ich wieder sagen, Princess ist ja, wie gesagt, es ist ja Princess Charming und nicht Charming Girls. Es ist ja schon quasi... Princess Charming ist ja quasi an Bachelor, Bachelorette angelehnt. Und das heißt, es ist eine Person, die datet, alle anderen daten ja gar nicht, weil alle anderen stehen ja auf dieses eine Geschlecht, um die es geht. Okay, und deswegen ist das ja bei Princess ja quasi auch, obwohl es ja, die stehen alle auf dasselbe Geschlecht und sind auch dieses Geschlecht, aber es ist ja quasi auch diese eine Person, die daten kann oder darf und alle anderen nicht, weil es ja quasi bei Bachelor und Bachelorette ja auch so ist. Ja, mit dem einen Unterschied, dass es halt beim Bachelor und bei der Bachelorette eigentlich nicht anders geht, ne? Und deswegen, da sind wir wieder beim Punkt, funktioniert Princess Charming überhaupt? Also ich sag dir ganz ehrlich, pass auf, ich finde ja diese Maike und Lea Story im Kern, würde ich die interessant finden, aber ich finde Princess Charming ist für mich das falsche Format dafür, ja? Und ja, ich finde es auch, tut mir leid, wenn ich das sage, ich mag die Person und alle super gern von dem, was ich bis jetzt gesehen habe. Ich finde auch Lucia, die auch hier bei mir in Leipzig mitwohnt, ich finde die super toll. Aber es interessiert mich ab dem Moment nicht mehr, wenn ich weiß, dass die Voraussetzungen für eine Bindung nicht gegeben sind. Natürlich kann man jetzt sagen, die haben einen romantischen Abend, die haben eine romantische Nacht, da läuft irgendwie etwas, aber für eine richtige Beziehung fehlt ja am Ende die Grundlage. Und die Grundlage ist in dem Fall entweder Monogamie oder offene Beziehung. Oder frage ich mich, ganz ehrlich, wer hat denn da gecastet? Sorry, wer hat denn da gecastet? Ja, und das sind wir wieder beim Punkt, wo ich mir auch denke, okay, das ist ja alles schön und gut, aber wieso blenden die das auch so oft ein? Also das ist ja auch der Schnitt. Der Schnitt ist ja schon so, dass wir ja jetzt auch wissen, die eine Person will das, die andere will das, das passt gar nicht. Wieso zeigt man das? Genau, danke. Hätte man das ja alles gar nicht reingeschnitten, dann wären wir ja so, boah, okay, das matcht voll bei denen, da könnte was sein. Aber so wissen wir ja eigentlich, es passt nicht. Diese Frage habe ich mir auch gestellt. Danke, dass du es mal erwähnt hast, weil ich auch das Gefühl hatte, und ich weiß nicht, ob ich zu sehr in meiner Bubble drin bin oder so, aber ich hatte irgendwie auch den Eindruck, dass es so groß gemacht immer. Die möchte eine monogame Beziehung, die andere Person möchte keine monogame Beziehung und stand da sogar an der Bauchbinde. Ja, deswegen, also es ist ja schon, man darf als Zuschauer auf jeden Fall wissen, dass das nicht matcht eigentlich. Wo ich mir auch wieder denke, wieso? Es nimmt ja Spannung
weg. Genau, eigentlich. Es macht auch einfach keinen Sinn, um das mal auf den Punkt zu bringen. Es macht auch einfach keinen Sinn. Ich finde, ich muss ehrlich sagen, ich habe mir da mal so ein paar andere Sachen aufgeschrieben. Ne? Das sind gar nicht mehr so viele. Ich habe nach wie vor das Gefühl, nach 3 Folgen, das Hauptthema ist Lea, Maike, Lucia, Celea, irgendwie in dieser Richtung. So, dann, wir müssen ja auch die anderen noch so ein bisschen zeigen. Ich übertreibe es mal ein bisschen. Dann wird immer so ein bisschen was dazwischen gestreut. Dann machen wir doch jetzt einfach mal irgendwie ein kleineres Gruppendate und holen wir nochmal die Leute dazu, wo dann irgendwelche, ich sage jetzt mal, Gespräche geführt werden, damit wir sie führen, weil das Format besteht ja nicht nur aus 4 Leuten, sondern aus 20, ja, oder 21. Ist es dir auch so vorgekommen? Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es auf der einen Seite gut, dass man so ein bisschen mal noch ein paar andere Leute sieht. Mir persönlich fehlen immer noch viele Leute, die man gefühlt gar nicht gesagt haben. Es sind auch Leute ausgeschieden, da hat man noch nicht mal einen Satz gehört. Nee. Also Folge 2 sind Leute gegangen und ich war so... Ja, wer sind die, ne? Du hast keinen einzigen Satz gesagt. Voll schade. Ja. Und wo mir das richtig krass aufgefallen ist, dann gibt es dieses Gespräch mit Tommy. Und ich dachte mir so, ah geil, Tommy, freue ich mich drauf, finde ich spannend. Ist einfach mal ein Aspekt, womit ich auch noch nicht so viele Berührungspunkte in meinem Leben hatte, finde ich dahingehend spannend. So, Tommy setzt sich hin und ich finde, Lea hat dieses Gespräch sehr gut angefangen und hat so gefragt, hey Tommy, kann ich dir die Fragen so und so stellen? Muss ich bestimmte Fragen irgendwie ausklammern oder wie kann ich da rangehen? Tommy gibt eine gute Antwort und dann dachte ich mir so, ah geil, jetzt kommt irgendwie die Fragen und dann kommt nichts. Ja, das dachte ich mir auch. Dann dachte ich mir so, sag mal... Für was haben die das Gespräch geführt? Das ist wie, nee, will ich jetzt gar kein Beispiel machen, sonst gibt es hier wieder nicht gut, aber trotzdem, also der Ansatz war richtig gut, dass man das ja auch quasi klärt, so okay, kommt das für dich in Frage, wie gehst du damit um, wie ist das Empfinden für dich? Alles super schön und gut, auch wichtig, ist ja auch irgendwie wieder so diese Aufklärung in der Show, ist super, aber danach muss es doch weitergehen. Das ist ja wie... Ja, nee, wie gesagt. Ich dachte jetzt voll geil, jetzt kommen mir ein paar spannende Themen auf. Und das ist es, was ich meine. Diese Hauptgeschichte wird nur in eine Richtung erzählt. Dann hat man hier mal ein paar Dates sporadisch und dann auch mal so ein paar Einzelgespräche. Dann werden auch mal so ein paar gesellschaftliche oder feministische Themen eingestreut, wie zum Beispiel Achselbehaarung, ne? Wie ist da der Stand dazu? Ja. Und that's it. Ja, also cool. Ich kenne eigentlich, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ich will es nicht übertreiben, aber ich glaube, ich kenne jetzt nach Folge 3 eigentlich immer noch nicht mehr Leute als vorher. Nee. Also ich finde es unterhaltsam auf eine gewisse Art und Weise, aber ich finde halt, es ist ein anderes Format. So. Und mir tut es auch für diese ganzen anderen Personen leid, weil man kriegt ja mal im Vorfeld schon mit, die freuen sich da drauf und sagen dann irgendwie, ja, das wird bestimmt total geil. Und dann wird eigentlich immer nur dieselbe... Wie sagt man, es wird eigentlich immer nur dieselbe Leier gezeigt für ein Format, was sich auf die Fahne schreibt. Wir sind ja so divers, wir sind bunt, wir sind vielfältig. Sorry, von Vielfältigkeit habe ich bis jetzt noch nicht so viel gesehen. Die haben wirklich Interesse an Lea, das sieht man ja auch. Es gibt auf jeden, also ich kann dir bestimmt 3 Leute auf dem Stegreif aufzählen, die auch wirklich Interesse an ihr haben, die gefühlt kein Gespräch mit ihr führen können. Ja. Noch nicht. Warten wir mal ab. Ich würde jetzt gerne mal zu dieser Gerüchtethematik übergehen. Also du bist ja quasi hautnah dran am Geschehen. Was gibt es denn für aktuelle Gerüchte? Hau bitte noch nicht alle raus. Wir können ja mal vielleicht über 2 für den Anfang sprechen. Was sind denn die aktuellen Gerüchte, die du so aufgeschnappt hast? Lucia hast du vorhin gesagt. Genau. Da geht's halt gerade so am heißesten zu und her. Ich finde alleine, wo du vorhin diesen Satz angedeutet hast mit Lea, dass sie ja meinte, sie erwartet ja von anderen, dass man nicht was miteinander hat. Wenn man jetzt immer diese Vorschau von Folge 1, Folge 2, Folge 3, alle so zusammen irgendwie setzt, man weiß ja eigentlich, wenn man aufgepasst hat, dass Lucia Sex hat in der Staffel, sehr wahrscheinlich nicht mit Lea, dass Lucia, wie gesagt, eine andere Person auch gut findet. Und man hat, es war auch so eine Einblende drin von Lea, wo sie sagt, ich dachte, du hast mir doch gesagt, du wirst in der Villa mit niemand anderem was haben. Und das war für mich direkt so, okay. Weil Lucia hat ja mit jemandem geschlafen, Lucia hatte ja ein Gespräch mit Lea und sehr wahrscheinlich war dieses monogam, offene Beziehung, Gespräch zwischen den beiden jetzt beim Übernachtungsdate. Ja nicht nur das Gespräch, was wir gesehen haben, die haben ja bestimmt noch mal ein bisschen länger drüber gesprochen. Wahrscheinlich hat Lucia dann gesagt, ey, ich bin eigentlich offen für eine offene Beziehung, aber ich werde in der Villa mit niemandem was haben.
wie gesagt, das ist jetzt nur, ich weiß es nicht. Ich war deine Interpretation von, ich kann es nicht wissen. Aber jetzt so diese Schlussfolgerung würde ich jetzt eher denken, das Gespräch ist vielleicht so verlaufen. Und deswegen hat Lea gesagt so, okay, die hat nur was mit mir, ich kann mich jetzt auf die einlassen. Ey, komm, übernachte doch bei mir, weil, keine Ahnung, die Küsse sind so schön mit dir. Könnte ja sein, dass so abgelaufen ist. Dass, weil Lucia dann ja irgendwann mit irgendjemandem Sex hat, dass deswegen Lea so getroffen oder betroffen war und meinte, du hast mir doch gesagt, du hast mit jemand anderem was hier drin. Oder es wäre dann vielleicht Maike, aber ich bin überzeugt davon, dass das an Lucia ging, diese Aussage. Okay, das halte ich ehrlich gesagt für realistisch, weil sie ist ja auch relativ flirty unterwegs von dem, was man bisher gesehen hat. Genau, sie hat ja auch, wie gesagt, sie hat ja auch in der Folge gesagt, dass sie diese Leia ganz gut findet. Man hat auch in der Folge 2 ja gesehen, dass das schon irgendwie geknistert hat zwischen den beiden. Ja. Jetzt in der Folge leider gar nicht, aber in der Folge davor. Und sie ist ja aus Leipzig, Lucia. Mhm. Und jemand hatte unter mein TikTok geschrieben, dass in Leipzig gesprochen wird, also geredet wird. Und da wird behauptet, dass Lucia und Zeleja auch zusammen was haben jetzt, also dass die jetzt im Nachgang sich daten. Und wenn man die Story am Sonntag von den beiden gesehen hat, hat man ja auch gesehen, dass Lucia an einem Bahnhof war, Zeleja war an einem Bahnhof, was nichts Außergewöhnliches ist. Ich glaube, wir alle waren schon mal an einem Bahnhof, aber es ist jetzt auch nichts Spezielles. Also du warst ja jetzt nicht auf dem Mount Everest und musst das festhalten, es ist nur ein Bahnhof. Und beide posten am selben Tag, dass die am Bahnhof sind, wenn schon spekuliert wird, dass die was zusammen haben. Und danach war Lucia auf einem Geburtstag und bei Zeleja ist dann gar nichts mehr in der Story passiert. Könnte man jetzt davon ausgehen, dass die beiden vielleicht zusammen zu diesem Geburtstag gefahren sind? Aber wissen, wie gesagt, tun wir es nicht. Finde ich aber spannend. Ja, das kann ich mir aber irgendwie vorstellen, muss ich sagen. Es klingt alles, was du so sagst, klingt auf jeden Fall plausibel. Finde ich gut, bin ich mal gespannt. Ja. Ja. Waren das jetzt eigentlich, das war eigentlich nur ein Gerücht, oder? Oder waren es, ja, wir haben ja zwei Personen besprochen. Wollen wir noch eins machen oder nicht? Ja, bei dem anderen gibt es ja so, bei Thema Maike zum Beispiel und Lea oder auch Maike und Melissa gibt es ja auch ein paar Gerüchte. Wie gesagt, im Endeffekt, ich bin weder Maike, ich bin weder Melissa, noch bin ich Lucia oder Zeleja. Ich kann nichts mit Garantie sagen. Ich sage nur Dinge, die kommentiert wurden, die mir erzählt wurden oder ich sonst irgendwo gehört habe. Mir wurde ja auch gesagt, dass Maike und Melissa was hatten. In dem Format oder danach? Danach. Ah. Naja, aber ich habe ja jetzt, ich hoffe, dass ich das jetzt nicht, ich hoffe, dass ich jetzt nichts Falsches sage, ich hoffe, ich darf das sagen, weil bei uns Männern in dieser Szene ist das ja auch so ein bisschen ähnlich, das ist ja auch alles ein bisschen locker angehaucht, ne? Und wenn jetzt, ich sag mal als Beispiel, die Maike eh nicht unbedingt eine, weiß ich nicht, unbedingt für eine monogame Beziehung ist oder wofür auch immer, weißt du, wie ich meine? Dann ist das ja auch oft so ein bisschen fließend. Klar. Also ich meine, da wird ja auch am ersten Abend gekuschelt, was ich mir jetzt für mich nicht vorstellen könnte, aber es natürlich total okay ist, wenn es andere machen. Das finde ich jetzt aber spannend, Jessica. Auf jeden Fall. Und Maike hat doch auch mein Reel kommentiert und meinte, ihr wolltet doch alle quasi Charming Girls haben. Also die hat schon irgendwie sowas angeteasert, so, wir sollen ja nicht böse sein, wenn, aber ich glaube, es war auf die Sendung bezogen, weil aber dann man hat könnte ja auch sie gesehen, ja auch. Was denn? Dann könnte sie ja auch im Format noch mit jemandem intimer werden. Ja, könnte auf jeden Fall sein. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Man hat ja aber auch in der Vorschau gesehen, von der Vorschau von der allerersten Folge, dass ja schon ein paar rumknutschen. I love it, bin ich absolut dafür. Liebe sowas. Aber es war ja schon, wie gesagt, sie hat kommentiert, ihr wolltet doch alle Charming Girls haben. So. Okay. Die Frage ist natürlich, das ist jetzt aber sehr, sehr provokant von mir, inwiefern denn ein Format dieser Art überhaupt Charming Girls heißen dürfte, weil natürlich der Begriff Girls nicht sonderlich inklusiv ist und dann wäre natürlich... Wäre dann ja problematisch. Ich mache jetzt mal einen, wir merken uns das jetzt mal, Folge 3, ja, ich mache jetzt mal eine Prognose, ich weiß nicht, ob sie, es ist nur eine Prognose von mir. RTL Plus macht spätestens nächstes Jahr oder übernächstes Jahr Charming Girls und wird es auch genauso benennen und es wird ein Riesentheater innerhalb dieser Community um diesen Namen geben. Jesse? Ja. Erinnert dich an meine Worte. Muss ich sagen, ja. Und ich finde das so schade, dass gefühlt alles, was für die Community gemacht wird, so von der Community wieder zerstört wird. Und das ist leider bei so vielen Sachen so. Bei Charming Boys kam auch jemand und hat gesagt, wieso heißt das Charming Boys?
Ah ja, stimmt, oh Gott, ja. Man nimmt es dankend an, man freut sich doch darüber. Genauso, ich würde mich super freuen, wenn es Charming Girls geben würde. Ich mich auch. Es geht mir nicht um den Namen, es geht mir um das Format. Ich würde mich super über das Format freuen. Vielleicht nennen wir es einfach Charming Flinters. Vielleicht sind dann alle happy. Wir haben noch ein Gewinnspiel, Jesse. Ich glaube, das ist an dieser Stelle auch deine Aufgabe, weil hau mal raus. Ramon darf 2x2 Boysbändchen verlosen für den, also quasi für den Kölner CSD. Kölner CSD ist ja immer ganz viel los, auch in der Boys oder um die Boysbar rum. Und dass man sich da nicht Ewigkeiten anstellen muss und am Ende vielleicht gar nicht reinkommt, darf Ramon 2x2 Bändchen verlosen. Ja, also wir machen das hier natürlich beide zusammen. Ich werde die in deinem Interesse oder in eurem Interesse auslosen. Wir haben quasi heute Mittwoch. Ihr habt bis Freitagabend 18 Uhr Zeit. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist einfach hier unter dieses Video kommentieren, warum ihr unbedingt dahin kommen wollt. Ich meine, es gibt 1000 gute Gründe. Mir würden schon alleine genug einfallen. Ihr müsst ganz wichtig euren Instagram-Namen dahinter schreiben, damit ich euch dann anschreiben kann, wenn ihr gewonnen habt. Der CSD ist am Sonntag oder am Samstag? Sonntag, ne? CSD-Wochenende, aber genau die Parade an sich ist am Sonntag. Okay, und wie viele Armbändchen verlosen wir denn? 2x2. Okay. Also zwei Leute können jeweils 2 Bändchen gewinnen. Genau. Die können das in der Boys abholen ab Freitagabend, ab 18 Uhr, wenn du das ausgewertet hast. Falls den Leuten das unangenehm ist, weil vielleicht schon eine Schlange da sein wird am Freitagabend und die wollen sich nicht vorbei sneaken und das sagen, dann dürfen die mir auch gerne auf Instagram schreiben. Dann kann ich die gerne irgendwo vor der Boys treffen, denen die Bändchen rausgeben. Die dürfen aber einfach an der Schlange vorbei und sagen, wir haben Bändchen, die wir abholen dürfen. Okay, ja, finde ich gut. Also ihr habt es gehört, ne? Ich drücke euch erstmal den Daumen, ihr müsst kommentieren, euren Instagram-Namen hinlegen. Dazu schreiben, Freitagabend 18 Uhr ist hier Feierabend, dann werde ich mir die Kommentare angucken und auslosen. Und wenn ihr, wie Jesse gerade gesagt habt, so ein bisschen, ja, wenn euch das unangenehm sein sollte, die Bändchen abzuholen, weil eine riesen Schlange ist, schreibt Jesse, ne, ihr Instagram ist auch nochmal hier überall unten verlinkt und angepinnt. Und dann machen wir das. Finde ich gut. Ich finde, ihr habt heute einen tollen Talk gehabt. Ich finde, wir waren sehr konstruktiv, ja. Ich auch. Und dann drücke ich mal allen die Daumen und dann verabschiede ich mich oder wir uns und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ich wünsche dir, Jesse, und natürlich allen anderen, die jetzt am Wochenende, CSD-Wochenende haben, eine wunderschöne Zeit. Ja, danke schön. Wünsche ich auch allen. Tschüss. Tschüss.